Jedes Mal, wenn wir in die Schlacht rausziehen, dass wir hoffen, dass wir einen erwischen, den wir mal enthaupten können. Aber Rala und ich, wir wünschen uns schon so lange, mit einem stummen Messer einen zu schlachten. Sie nennen sich Dschihadisten oder Gotteskrieger, aber eigentlich sind es nur Mordgesellen aus Deutschland. Guten Abend und willkommen beim Monitor. Es ist eine schwierige Frage. Wie sollen wir hier umgehen mit jungen Männern, die zu allem entschlossen scheinen? Die sich aufmachen wollen, um in Syrien oder im Irak einen Krieg zu führen, den nur sie selbst heilig finden. Es ist zwar nur eine kleine Minderheit, aber immerhin haben sich in den letzten Jahren weit über 400 Fanatiker aufgemacht, um für eine Terrorarmee zu kämpfen, die sich Islamischer Staat nennt. Deutsche Sicherheitsbehörden, das zeigen unsere Recherchen, haben viele von ihnen dabei ganz bewusst ziehen lassen. Nach der Devise, wenn ihr schon morden wollt, dann mordet gefälligst woanders. Stefan Buchen, Marie Delhaase und Philipp Jahn über einen jungen Mann aus Kempten und eine Politik, die den Export von Terror aus Deutschland jahrelang ermöglicht hat. In die Moschee von Kempten dürfen sie nicht mehr. Dafür sind Erhan und sein Freund zu radikal. Der Imam hat ihnen den Zutritt verboten. Sie müssen im Freien beten. Schon am Design von Erhans schwarzem Pulli kann man erkennen, er sympathisiert mit der Terrororganisation Islamischer Staat. Er hat sogar schon mal versucht, ins syrisch-irakische Kriegsgebiet auszureisen. Warum willst du denn dahin gehen? Weil unsere Religion dort unterdrückt wird. Und wir wollen diese Feinde halt aufhalten. Wir gehen da nicht zum Töten, denn auch Spaß oder so. Wir verteidigen nur unsere Religion und unsere muslimischen Geschwister. Ein anderer Weg hatte dem Sohn türkischer Einwanderer offen gestanden. Er wuchs in Kempten auf, hat Abitur. Und an der Hochschule Kempten studierte er Wirtschaftsinformatik. Zwei Semester habe ich hier studiert. Am Anfang war ich noch sehr motiviert, aber irgendwann habe ich gemerkt, ja, ich will was anderes machen. Und dann gingen halt meine Gedanken in andere Richtungen, islamisch gesehen. Erhan, 22 Jahre. Seine Wandlung vom Studenten zum religiösen Fanatiker hat er selbst dokumentiert. Wie geht es jetzt weiter? Bald schon Kämpfer in Syrien oder im Irak? Noch betätigt er sich als muslimischer Missionar in Kempten im Allgäu. Ich bin Christ. Ja, gerade deswegen sollten Sie sich das angucken. Ist das Jesus im Islam? Kein Fanatiker. Nee, nichts fanatisch. Einfach nur, dass Sie den Islam kurz kennen. Das ist eine freie Religion. Man muss sich aber für eine entscheiden. Allah ist aber die richtige Religion. Also jeder Muslim ist verpflichtet. Und ich bin das auch, dass ich den islamischen Staat befürworte, auf jeden Fall. Weil wir sind dafür da, dass wir einen Scharia, dass wir einen Staat aufbauen, der auf Scharia aufgebaut ist. Deswegen, jeder Muslim muss für einen islamischen Staat sein, auf jeden Fall. Junge Männer wie Erhan stellen die Behörden vor ein Dilemma. Wie umgehen mit Sympathisanten des islamischen Staates? Bundesinnenminister de Maizière betont immer wieder, es gelte die Ausreise der Radikalen in den Nahen Osten zu verhindern. Der Export von Terror aus Deutschland ist unerträglich und muss unterbunden werden. Wir wollen nicht, dass aus Deutschland der Tod in den Irak gebracht wird. Doch genau das ist in den letzten Jahren geschehen. Deutsche Dschihadisten für den islamischen Staat, auch Selbstmordattentäter. Islamisten, sagen die Sicherheitsbehörden selbst, haben es aus Deutschland ins Kriegsgebiet geschafft. Auf der Suche nach Al-Jenna. Auf der Suche nach Al-Jenna. Erhan darf nicht ausreisen. Er bekam die Entschlossenheit des Innenministers zu spüren. Seinen türkischen Reisepass musste er abgeben und bekam Auflagen von der Polizei. Ich muss halt zweimal in der Woche unterschreiben. Also Meldeverfahren habe ich, dass ich auch wirklich hier in der Stadt bleibe, muss ich zweimal in der Woche hin und unterschreiben lassen. Dass du noch da bist. Mhm, dass ich noch da bin. In Kempten hatte Erhan einen Bruder im Glauben. David G., Islamkonvertit. Seine Mechanikerlehre hatte er abgebrochen. David zog in den Heiligen Krieg. Für Erhan ist er ein Vorbild. Als er dann weg war,
fing ich an, dann in diese Richtung zu gehen. Und dann habe ich irgendwann begriffen, ja, der Dschihad ist Pflicht. Wenn man die Absicht hat, den wahren Islam zu erkennen, dann kommt man auf solche Wege. Und bei uns geht es halt um Hölle und Paradies. Im vergangenen Januar wurde David als Kämpfer des Islamischen Staates in Syrien getötet. Wie konnte David ausreisen? Seine Familie war alarmiert wegen seiner radikalen Ansichten. Sein Bruder schickte diese E-Mail an den Verfassungsschutz. Ein Hilferuf Juni 2013. Er hat jetzt angekündigt, in die Türkei zu gehen und dann nach Syrien. Er will in den Heiligen Krieg ziehen. David bekommt ein Ausreiseverbot. Aber ausreisen kann er trotzdem. Im September 2013 fährt er Richtung Syrien in den Tod. Ist er nur entwischt oder steckt System dahinter? Fakt ist, die Zahl der Fanatiker aus Deutschland, die ausreisen konnten, ist weit höher als die Zahl derer, die aufgehalten wurden. Gegen Dennis Kuspert wurde im Juni 2012 von der Staatsanwaltschaft Berlin sogar ein Haftbefehl erlassen. Er schaffte es trotzdem nach Syrien. Ich lade euch ein zum Dschihad! Könnt ihr schreiben, ihr Medien? Ich lade euch ein zum Dschihad! Dschihad, Dschihad, Dschihad! Mordgesellen aus Deutschland. Und jedes Mal, wenn wir die Schlacht rausziehen, dass wir hoffen, dass wir einen erwischen, den wir mal enthaupten können. Aber Allah und ich, wir wünschen uns schon so lange, mit einem stummen Messer einen zu schlachten. Die Extremisten auf den Propagandavideos haben Deutschland 2012 und Anfang 2013 verlassen. Sollte ihre Ausreise wirklich verhindert werden? Oder hat man sie sogar gebilligt? Vom Bayerischen Landeskriminalamt bekommen wir eine verblüffend ehrliche Antwort. War das mit dieser Prioritätssetzung immer so, wenn es um die Ausreise von radikalen Islamisten von Deutschland ins Ausland geht? Es war nicht immer so. Also vor einiger Zeit, vor gut eineinhalb Jahren, würde ich einmal gefühlt sagen, war man der Meinung, wenn jemand radikalisiert ist und sich radikalisiert hat und ausreisen möchte, dann hat man natürlich versucht, den auch ausreisen zu lassen oder auch durch ausländerrechtliche Maßnahmen die Ausreise auch noch zu beschleunigen. Eine brisante Auskunft. Denn demnach hat Deutschland doch den Tod nach Syrien und in den Irak exportiert. Nach Monitor-Recherchen galt die Linie, ausreisewillige Extremisten ziehen zu lassen, bis Herbst 2013. Das ist ja einigermaßen zynisch, zu sagen, die Gewaltbereiten sollen möglichst nicht in unserem Land Gewalt ausüben. Wenn sie das schon tun wollen, sollen sie ausreisen. Nicht? Also man verlagert das Problem in andere Länder. War es also offizielle Politik der Bundesregierung, gewaltbereite Islamisten ziehen zu lassen? Ein Interview will der Innenminister uns nicht geben. Wir fragen ihn auf der Bundespressekonferenz. Herr Minister, Sie haben in den vergangenen Wochen immer wieder betont, wie wichtig der Kampf gegen den gewaltbereiten Islamismus auch ist. Vor diesem Hintergrund, warum hat die Bundesregierung 2009 beschlossen, gewaltbereite Islamisten aus Deutschland in Kriegs- und Krisengebiete ausreisen zu lassen? Das stimmt nicht, trifft nicht zu. Wieso sagen dann leitende Staatsschutzbeamte der Landeskriminalämter genau das, dass es eben Priorität gehabt habe? Und wieso wurde diese Regelung 2013 dann wieder abgeschafft? Kamen Sie da zu dem Schluss, dass es eben verheerende Auswirkungen hat, dass diese Islamisten eben Dutzende Menschen auch im Irak und Syrien mit in den Tod gerissen haben? Sie recherchieren an einer Sendung und wollen Ihr Vorurteil sich irgendwie bestätigen lassen und das wird Ihnen nicht gelingen. Vorurteil oder doch jahrelang geübte Praxis? Monitor bekommt ein Papier zugespielt, Innenministerkonferenz vom 4. Juni 2009. Da heißt es unter dem Tagesordnungspunkt 3 Verfahren und Maßnahmen bei der Ausreise von Islamisten. Die Verhinderung einer Ausreise sei ergebnisoffen am Einzelfall orientiert zu behandeln. Im Klartext heißt das, Islamisten durften ausreisen und Einzelfälle gab es viele. Der Grundgedanke war natürlich der, dass die Ausreise auch dem Schutz unserer Bevölkerung dient. Das war der Grundgedanke und der hat zur damaligen Zeit auch seinen Grund und seine Begründung gehabt. Ich erinnere an die Bedrohungsszenarien gegen das Oktoberfest, an die Bedrohungsszenarien gegenüber deutschen Großstädten, dass hier Anschläge begangen werden sollten. Also das hat seinen sicherheitspolitischen Hintergrund gehabt. Also jetzt, die Gefahr lieber verlagern?
dort war die Überlegung tatsächlich, der Schutz unserer Bevölkerung steht hier an der ersten Stelle und Personen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie Anschläge begehen werden, die außer Landes zu bringen. Das geht nicht. Sicherheit ist eine internationale Aufgabe. Wir können das nicht nach außen verlagern, egoistisch sagen, wir halten uns von Gewalt frei, sollen die anderen sehen, wie sie damit fertig werden. Das ist eine unmögliche Position. Erhan ist ein Beispiel für die neue Politik der strengen Ausreiseverhinderung. Zwischenzeitliche Zusagen, ihm den Pass rauszugeben, wurden wieder zurückgenommen. Was ist mit deinem Pass? Gar nichts. Das heißt, nichts gesagt. Deinen Pass hast du noch nicht. Bis auf Weiteres ist ihm der Weg Richtung Schlachtfeld versperrt. Erhan muss in Kempten bleiben. Für viele andere kommt die neue Entschlossenheit der Politik allerdings zu spät. Heute hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière angekündigt, dass er die Ausreise gewaltbereiter Islamisten aus Deutschland mit schärferen Gesetzen verhindern will. In der Tat, diese Ansichten kommen spät, zu spät jedenfalls, für die Opfer deutscher Terroristen in Syrien oder im Irak.